Hallihallo und herzlich willkommen wieder mal auf meinem Kanal. Es geht mal wieder weiter in der City, beziehungsweise es wird sich vielleicht auch eine Kleinigkeit ändern, darauf komme ich aber gleich auch nochmal zu sprechen. Ja, ich habe ein bisschen was getan, ich habe ein bisschen was gebaut und ihr seht hier auch schon die ersten verwirrten Stadtbewohner vor einem Gebäude stehen, wozu ich eher gleich noch zu sprechen komme. Ja, denn in dieser Folge könnte es einen kleinen Wandel geben in der City. Ich bin da ganz, ganz ehrlich, ich hänge ein wenig. Ich hänge ein wenig, es geht nicht so richtig weiter, weil ich doch vor einigen Entscheidungen stehe jetzt, wo ich nicht ganz weiter weiß. Aber darauf komme ich jetzt gleich noch zu sprechen. Es ist ein bisschen was gegangen, es gibt ein neues Gebäude, das zeige ich euch auch gleich nochmal. Und tatsächlich ist der Straßenbau, hat ja auch schon begonnen. Ich habe hier schon meine ersten Tests mit den Straßen gemacht und ich bin so ganz zufrieden mit dem Ergebnis, doch auch hier gilt es noch eine Entscheidung zu fällen. Und somit zeige ich euch jetzt erstmal in dem Bereich, was sich hier getan hat und wie ich hier vorangekommen bin. So, direkt an der Location wieder angekommen. Ich bin hier dementsprechend am Weiterbauen. Ihr seht schon, ich habe hier im Eingangsbereich ein bisschen was weitergebaut. Diese Plate habe ich jetzt hier einfach nur mal gesetzt, um etwas zu testen. Das sind jetzt so Plates 32x32, die sich hier beidseitig verbauen lassen. Diese gibt es ja leider bei Lego nicht. Und mit denen wollte ich eigentlich mal was testen im Bereich der Modhäuser. Aber eventuell werde ich hier auch großflächig weiterbauen können mit diesen Plates, die ja nachher dann oberhalb der Bricks sitzen. Und dann möchte ich das eine oder andere einfach mal testen. Kannst du euch auch mal kurz zeigen. Ja, das sind die Plates, die ich mir hier besorgt habe. Ich verlinke es euch mal in der Infobeschreibung. Sind immer Zweierpacks. Die sind echt bezahlbar, die Dinger. Völlig in Ordnung. Ihr seht auch schon, ich habe hier vorne einfach auch schon mal mit Wedge Plates versucht, hier das eine oder andere schon mal anzufangen. Was den Gleisbau betrifft, ich wollte mir das einfach mal optisch anschauen, wie das Ganze wirkt. Hier wird natürlich noch zwischengebaut werden. Und ich denke, das kommt ganz gut. Ja. Mein Ziel ist jetzt erstmal, dass ich zumindest ein bisschen Struktur in die Stadt reinzubekommen. Möchte ich jetzt einfach eine Straße von der City, die nachher zum Bahnhof führt, um hier auch einfach mal einen Überblick zu bekommen, was hier eigentlich alles so gegangen ist in dem Bereich, beziehungsweise ja, wie viel Platz ich danach überhaupt noch habe. Ja, es soll ja auch noch eventuell ein Busbahnhof oder irgendwas in dem Bereich entstehen und ja, ich muss mir jetzt halt einfach mal einen Überblick verschaffen. Und dementsprechend werde ich jetzt so mal mit der Straße anfangen und die mal direkt versuchen zu setzen und mir das Ganze dann auch anzuschauen. Ja, Teile sind gekommen. Die zeige ich euch direkt mal, was ich mir hier soweit alles nochmal mit organisiert habe. Ja, also das eine habe ich schon ausgepackt und habe dementsprechend die Teile hier mal mit einsortiert. Hier seht ihr schon, da ist einiges mitgekommen. Das Paket sah sehr, sehr wüst aus. Deswegen habe ich das dementsprechend einfach mal ausgepackt, in die Box gepackt, dass hier nichts verloren geht. Auch das zweite Paket leider ziemlich ungünstig hier getroffen worden. Ja, also seht ihr auch schon, hat auch gut was abbekommen, das Ganze. Der Postbote hat mir das Ganze auch in die Hand gegeben. Er kann mal kontrollieren das Ganze mal. Er glaubt, da drin ist alles kaputt. Ja, weil wenn er schüttelt, hört sich das so an. Ich habe ihm aber schon gleich gesagt und in Warnung gegeben. Nein, passt schon. Alles in Ordnung. Ich weiß, was drin ist. Ja. Was ich jetzt auch dementsprechend schon mal bestellt habe, hier für den ersten Bergbau, seht ihr schon mal die ein oder andere Teile, die ich mir hier mit organisiert habe, sind übrigens sehr, sehr günstig. Ja, diesen Tipp hier habe ich von Martin bekommen. Der liebe Martin aus der Schweiz, an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank. Er hat mir das selber auch geschickt gehabt und gezeigt gehabt. Da habe ich gedacht, Mensch, klasse Idee. Definitiv, hiermit lässt sich wirklich günstig sehr hoch bauen. Dementsprechend habe ich dem Verkäufer, was der jetzt mal hatte, erstmal alles abgekauft. Ja, weitere Teile, weitere Fliesen für das neue Gebäude in der Stadt habe ich hier mit organisiert. Hier sind auch noch mal ein paar Fliesen, die der Verkäufer jetzt hier noch in dem Bereich hatte, beziehungsweise das sind keine Fliesen in dem Sinne, das sind die Ingots, die für den Bahnsteig dann nachher gedacht sind, ja, sowie noch ein paar andere. Ja, sagt hier Dark Red. Dark Red ist immer eine tolle Farbe, einer meiner Lieblingsfarben, muss ich sagen. Und das kommt, glaube ich, schon ganz gut. Ja. Also hier bin ich definitiv erstmal wieder bedient, so dass ich ein bisschen weiterbauen kann und euch dementsprechend auch wieder einen Fortschritt zeigen kann. Die Plates habe ich an der gewünschten Stelle jetzt einfach mal gesetzt, hier mit meiner klassischen Unterkonstruktion. Ja. Und hier habe ich mir selbst dann auch noch eine kleine Markierung gesetzt, damit ich weiß, inwiefern ich wohin bauen muss, beziehungsweise wo der Bahnsteig aufhört. Ja. Und hier möchte ich jetzt einfach eine Straße direkt abknickend hier zum Bahnhof direkt hin. Und genau das werde ich jetzt bauen und euch zeigen. So, zum Bau selbst der Straße hat der alte Mann sich einen Stuhl geholt und an den Tisch gesetzt.
Ist dann doch ein bisschen einfacher. Ich habe hier auch meine Teils schon gerichtet. Ja, hier hinten liegt dann noch dementsprechend ein bisschen Nachschub. Wobei von den Dark Blue Square vermisse ich irgendwie aktuell noch so ein 1000er-Pack. Das habe ich auch bestellt, das ist auch mal gekommen. Aber irgendwie, im Moment nimmt das Chaos überhand und da muss man aufpassen. Also da muss ich mich noch ein bisschen zurückhalten. Aber ich fange jetzt mal an zu bauen und zeige euch mal, wie ich die Straßenform mir so vorgestellt habe. Das ist erstmal das vorläufige Ergebnis der Straße. Also insgesamt muss ich sagen, gefällt mir das ganz gut so gepflastert. Hier habe ich jetzt so ein bisschen vor, ein bisschen Grünzeug dann auch mit unterzubringen hier am Straßenrand. Ja, also hier ist dann nachher der Bahnsteig, wo dann nachher so erhöht dann drauf sitzt. Ja, hier erinnert ihr euch vielleicht noch an meine Markierung, die ich mir gemacht habe. Und so könnte das Ganze dann aussehen. Also auch so mit den Strichen gefällt mir das Ganze ganz gut. Muss mal gucken, ob ich sie vielleicht noch ein bisschen weiter auseinandersetze, aber das kann man immer noch machen. Ja. Ihr seht jetzt hier auch schon wieder die ersten Löcher mit drin. Ja, das liegt dann daran, dass ich da mal wieder zu doof war, noch Teils mit dazu zu bestellen, einmal zwei. Ja, ich hatte immer die ganze Zeit im Hinterkopf, irgendwas brauchst du noch dringend. Ja, habe dementsprechend ein paar Bestellungen gemacht und schon wieder vergessen. Ja. Also wenn man sich heutzutage nicht mehr alles aufschreibt, ist der Gedanke irgendwie dahin. Somit könnte ich mir echt in den beißen und ja, habe halt dementsprechend jetzt auch nochmal eine Bestellung ausgelöst, ja, dass ich das Ganze dann nachher auch als fertige Straße präsentieren kann. Hier oben habe ich was versucht und hier bin ich tatsächlich auch wieder ein bisschen auf eure Mithilfe angewiesen. Ich habe hier einfach mal angefangen, schon mal den Gehweg zu bauen. Einfach mal so zu Testzwecken, wie könnte das Ganze aussehen und funktionieren. Ihr seht hier einmal in Light Blue Gray das Ganze auch dementsprechend wieder so ein bisschen versetzt gebaut, wie die Straßen selbst auch sind. Hier habe ich das Ganze allerdings mal in Dark Blue Gray versucht und habe hier vorne dann einfach nochmal so eine kleine Kante in Light Blue Gray mit eingebaut und das Ganze nicht versetzt. Ja, ich habe jetzt hier so ein bisschen gemischte Gefühle und hoffe, dass ihr mir hier vielleicht ein bisschen mit euren Kommentaren weiterhelfen könnt, was ihr besser findet. Seid ihr der Meinung, das Ganze sollte hier in Light Blue Gray gemacht werden? Oder wäre es eventuell sinnvoll, das Ganze in Dark Blue Gray so zu gestalten? Ja, also bitte hier um ein klein wenig Kommentare, würde mich echt freuen. Straßenbreite hatte ich ja eigentlich so eine Sechserbreite, also sechs Noppenbreit im Kopf. Allerdings habe ich das auch noch mal ein bisschen getestet und das hat mir dann auch nicht ganz zugesagt. Ich habe mich dann jetzt hier doch auf eine Achterbreite danach entschieden. Ja. Also ihr seht das jetzt hier auch noch mal an dem Bus. Ja. Also wenn ich den Bus jetzt hier dementsprechend positioniere, wie es eigentlich gesund aussieht, seht ihr hier schon, geht gerade so. Ja. Also wenn jetzt hier zwei Busse aneinander vorbeifahren sollten, denke ich mal, sollte das Ganze zumindest diese Breite haben. Also hier kommt eine Sechserbreite definitiv nicht in die Tüte, weil das würde dann wirklich völlig unlogisch aussehen. Ja? Also so viel mal dazu. Ich warte jetzt auf die nächsten Steine, dass ich hier einfach dementsprechend die Löcher füllen kann und ich denke, dann sieht die Straße auch schon ein wenig besser aus. So, und unglaublich, aber wahr, einen geschlagenen Tag später. Da sind sie auch schon, ja. Also ich habe jetzt nicht allzu viel bestellt. Ich habe ihm jetzt mal das abgekauft, was er noch so aktuell hatte. Das reicht aber allerdings mal für die ersten Tests im Straßenbau. Ich habe auch so noch ein wenig paar Teile mit dazu genommen, weil ich hier tatsächlich noch an was anderem baue. Ja, also ein Geldautomat baue ich noch, sowie hier für das neue Gebäude dann in der Stadt habe ich mir auch noch was überlegt. Da kommt also das eine oder andere noch hinzu. Somit werde ich das jetzt Ganze mal einfach mal an der Straße mal mit einpflastern und dann schauen wir uns das Ergebnis der Straße mal direkt an. So, Dele, jetzt sieht das Ganze nicht mehr ganz so aus, als hätte ein Krieg stattgefunden. Die Löcher sind dementsprechend so gestopft und gefüllt. Und so könnte ich mir das tatsächlich ganz gut vorstellen. Ja? Also wie gesagt, hier kommt dann noch ein bisschen Unkraut hin. Und hier habe ich noch mal dementsprechend was eingefügt, dass das Ganze so ein bisschen nach einem Gullydeckel aussieht. Ja. Und jetzt kann man sich, denke ich, auch mal ein bisschen mehr drunter vorstellen. Hier wird das Ganze natürlich schön abgerundet. Da habe ich schon eine Idee. Genauso wie ich das Ganze hier so gehandhabt habe mit sogenannten Makaronis. Ja. Und hier muss ich tatsächlich nochmal schauen, nicht, dass ich irgendwelche alternativen Steine erwischt hatte, weil ich hatte da noch eine Tüte über. Ich glaube, das ist kein Lego. Das werde ich dann nochmal austauschen, weil dieser Farbunterschied geht mir doch schon ziemlich auf den Sender. Das mag ich so nicht und da bin ich mir ziemlich sicher, ich habe zur falschen Tüte gegriffen. Ich möchte hier echt bei Lego bleiben, dass es hier auch einigermaßen farblich passt, auch wenn das natürlich nicht immer der Fall ist. Ja, Brickbuild sollte das Ganze sein von den Straßen her. So ist das auch geworden und also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis, muss ich sagen. Ja. Wie findet ihr es? Wie gesagt, die wichtigste Frage ist jetzt einfach noch: Wie sollen die Gehwege nachher aussehen? Ja, also
Was meint ihr? Wie könnt ihr es euch am besten vorstellen? Was würde euch am besten gefallen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und dann schauen wir mal. Ich habe eigentlich noch gar keinen Favoriten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Mich stört im Moment einfach nur der Farbunterschied hier. Das werde ich definitiv nicht so stehen lassen. Somit könnte ich mir das tatsächlich doch schon ein wenig in Dark Bluish Gray vorstellen. Ja, soweit zu der Straße. Ihr seht also schon, es ist ein wenig was gegangen, doch jetzt kommt eigentlich so ein bisschen mein Hauptproblem an der ganzen Sache. Im letzten Update war es so, dass der liebe Klemmbaustellen-Fan1129, der hatte das Ganze kommentiert. Vielen Dank erstmal an alle Kommentare in dem Bereich. Doch hier speziell, er hat mich auch ein bisschen ins Wanken gebracht, wo er geschrieben hatte, soweit alles gut, aber er findet, der Bahnhof ist zu riesig. Ja. Ja, also ich hatte auch ursprünglich geplant gehabt, den Bahnhof ein wenig kleiner zu bauen, doch dann kam mir die Idee da noch mit dem integrierten Shopping Center und noch ein Restaurant rein und ja, so führte das eine zum anderen. Ja. Und dementsprechend hat er auch eine gewisse Größe erreicht. Doch, soweit, so gut. Doch jetzt habe ich das nächste Gebäude gebaut, ja, und muss echt sagen, vielleicht habe ich tatsächlich ein kleines Problem mit dem Größenverhältnis. Also ich werde euch jetzt gleich auch mal das Gebäude zeigen. Doch ich stehe jetzt hier einfach vor Entscheidungen, wo ich sagen muss, jetzt wird schwierig. Bin ich vielleicht doch eine Nummer zu groß unterwegs, ja, was die Gebäude angeht. Denn das Ganze ist nicht ganz Lego-like, aber ich habe immer so viele Ideen. Es soll immer massiv, wuchtig sein, möglichst viele Teile rein. Dann habe ich innen drin auch möglichst viel Platz zum Umbauen und zum Gestalten. Doch jetzt tue ich mich doch ein bisschen schwer und ich habe mir einfach nur gedacht, wen könnte ich jetzt fragen, was er dazu meint, ja? Und ganz ehrlich, wenn es jemand weiß und hier auch gerne mitmachen darf, dann sind es meine lieben Abonnenten, ja? An dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Das sind mittlerweile knapp 140 an der Zahl. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Das hätte ich mir jetzt so nicht gedacht, dass das Ganze so schnell so in die Höhe steigt. Doch es scheint euch angeblich Spaß zu machen und mir macht das auf jeden Fall so Spaß und deswegen ein ganz, ganz großes Dankeschön nochmal an dieser Stelle. Und ich hoffe jetzt hier wirklich auf viele Kommentare und auf eure Mithilfe, denn ich zeige euch jetzt mal das Gebäude. Hier ist es mir speziell extrem aufgefallen, dass ich vielleicht doch eine Nummer zu groß unterwegs bin. So, das soll ein Bankgebäude sein. Ich wollte eine Bank bauen. Und obendrin mit Einliegerwohnung und so sollte das Ganze auch aussehen. Das habe ich auch wieder im Studio dann dementsprechend geplant am PC. Habe das Ganze einfach wieder verworfen, umgebaut, umgebaut und mehrfach umgebaut, bis ich irgendwann gesagt habe, jo, jetzt passt das ungefähr. Ja. Aber ihr kennt das vielleicht, ja, am PC sieht die ganze Sache immer ein bisschen anders aus. Dementsprechend habe ich dann live auch nochmal ein bisschen was abgeändert und stehe jetzt doch schon vor einem recht massiven Klotz. Ja, also ihr könnt das Ganze jetzt hier auch nochmal sehen. Wie ich das gebaut habe, ja, dementsprechend hier auch mit den Fenstern. Hier hinten, ich bin noch aktuell, wie gesagt, am Weiterbauen. Entschuldigt bitte, wenn hier das ein oder andere fehlt, aber ich bin mir jetzt einfach langsam unsicher, was das angeht. Ja. Hier soll dann auch die Einliegerwohnung oben rein. Ja, da hatte ich mir jetzt hier in dem Bereich auch so eine Treppe gebaut. Ja, und hoppla. Ja, ist jetzt egal. Auf jeden Fall kommt die Treppe hier hin. Ja, so war das Ganze geplant. Doch, ich bin der Meinung, ich bin hier ein bisschen zu massiv und zu groß unterwegs. Ja. Also mein Gedanke war jetzt hier in dem Bereich von dem Gebäude ein Drittel abzuziehen. So ungefähr. Ja, ich hätte zwar gerne noch einen doppelten Eingang gehabt, muss mal schauen, wie sich das Ganze lösen lassen würde. Aber ich habe einfach das Gefühl, ich bin zu groß unterwegs. Ich werde euch nachher auch mal das Gebäude kurz in der Stadt zeigen, wie das Ganze aussieht. Ihr kennt meine City vielleicht schon. Sie ist nicht klein, aber sie ist auch nicht riesig. Ja. Und ich habe hier nur begrenzten Platz und ich habe so viele Ideen, was ich bauen möchte und umsetzen möchte und komme jetzt langsam doch so ein bisschen in die Bredouille, was den Platz angeht. Ja. Ansonsten, wie gesagt, das Gebäude ist jetzt einfach so ein bisschen durchdacht. Es ist auch modular gebaut in dem Bereich. Ja, das könnt ihr euch hier auch nochmal anschauen. Stellen wir mal den oberen Teil weg. Ja, ich hatte mir jetzt hier auch schon lange überlegt. Ich habe so oft hier die Fliesen rein und rausgerissen, immer wieder mal, bis mir irgendwann ein Muster gefallen hat, wo ich gesagt habe, ja, jetzt passt das. Ja, das hätte dann hier auch so einen Bankschalter geben sollen. Hier drin ist der Tresorraum in dem Bereich. Hier sollte noch ein kleiner Beratungsraum rein. Aber es ist halt doch insgesamt sehr, sehr groß für Lego-Verhältnisse. Ne? Hier seht ihr das Ganze auch nochmal. Eine kleine Luxus-Couch, die ich mir hier überlegt habe zum Bauen. Ja,
Also ich habe hier auch mit den Fliesen, ich habe insgesamt fünfmal, habe ich die ganze Sache rein und rausgerissen, wieder was anderes probiert, habe es wieder auf anderen Plates gebaut. Da hat es mir wieder nicht gefallen. Also bis ich hier eine Farbkonstellation hatte, die mir hier annähernd gefallen hat, das hat eine Weile gedauert in dem Bereich. Aber macht nichts. Dementsprechend denke ich, ist das Ergebnis doch ganz klasse geworden. Doch, wie ich halt fürchte, eine Nummer zu groß. Aber bevor ich jetzt darauf zu sprechen komme, ich stelle das Ganze jetzt einfach mal in die City rein. Dann habt ihr, denke ich, jetzt auch mal eine etwas bessere Vorstellung von der ganzen Sache. So, und so sieht das Ganze aus. Ich versuche mal nicht ganz so zu wackeln, dann geht das Ganze auch ein bisschen besser. Hier habe ich dementsprechend die Straße mit eingefügt. Ja, die hatte ich euch ja schon bereits gezeigt. Hier gilt es dann einfach nur noch herauszufinden, was passiert mit den Gehsteigen. Hier steht das Gebäude. Direkt nebendran habe ich jetzt einfach mal den Jazzclub gestellt, dass man hier einfach mal so ein bisschen ein größeres Verhältnis dazu sieht. Und wie gesagt, also ich bin der Meinung, ich müsste jetzt pro Seite ein Drittel etwa abziehen. Von der Größe her ist das Ganze 32 mal 32 Noppen. Und ja, ich dachte eigentlich, es würde passen, aber irgendwie ist das doch eine Nummer zu groß. Ja. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Folge, wo ich überlegt hatte, das Ganze als Schulgebäude noch umzugestalten. Das war dann dieses Gebäude hier. Und das habe ich jetzt hier einfach mal platziert, wo der Bahnhof stand. Einfach mal so zum Spaß draufgestellt, ja. Weil auch hier habe ich mich noch zurückgehalten mit der Schule zum Umbauen, weil das Ding ist schon massiv und auch groß, ja. Das könnte ich mir jetzt aber wiederum auch vorstellen, bei meiner Stadtgröße eventuell als Bahnhof zu verwenden, ja, in dem Bereich. Wenn jetzt hier nochmal dem Bus vorne dran steht, also der steht jetzt direkt davor, und wenn ihr das jetzt nochmal vom Größenverhältnis her anschaut, halte ich das für realistisch, für einen großen Bahnhof in dem Bereich, ja. Und hier war eventuell auch der Gedanke, das Ganze so umzusetzen, ja, dass es hier einfach dann ein bisschen zentraler, das Ganze kommt dann einfach mittiger rüber. Und eventuell diesen Bahnsteig hier vorne mit einzubauen, so dass man quasi durch das Gebäude durchlaufen muss, um an den Bahnsteig zu kommen, was in dem Bereich ja auch realistisch und machbar ist. Und der Rest hier in die City reinführt. Ja, so habe ich dementsprechend wesentlich mehr Platz. Das Gebäude war jetzt nicht an dieser Stelle geplant, das war jetzt eher hier, wo dieser Müllhaufen steht. Entschuldigung, wo mein Heilelager steht. Hier seht ihr übrigens das andere Bahnhofsgebäude, was ich jetzt einfach mal rübergestellt habe. Ja, der Platz ist immer so eine Sache hier drin. Dennoch würde ich fast meinen, wenn ich die Gebäude einen Ticken kleiner mache, dass ich doch wesentlich mehr Gebäude unterbringe und das Ganze einfach ein bisschen mehr lebendiger reinbringen kann. Weil wenn jetzt diesen Riesenklotz hier in der Stadt steht, so viele Gebäude gehen dann nicht mehr. Also ich glaube, mein Gefühl liegt jetzt hier in dem Bereich nicht falsch. Und deswegen einfach auch meine Bitte und meine Frage an euch, was meint ihr denn so? Täusche ich mich? Täusche ich mich nicht? Also ich glaube schon, dass das hier wahrscheinlich mehr Sinn macht, eventuell dieses Gebäude umzugestalten und dementsprechend als Bahnhof zu nutzen. Ja, soweit dieser Gedanke. Ja, so viel zu dieser Miserie. Also ich entschuldige mich an dieser Stelle auch nochmal, denn man möchte ja eigentlich mit jedem Update die City ein bisschen wachsen sehen und wie es vorangeht und wie es weitergeht. Und nicht sehen oder hören, wie wieder irgendwas abgerissen wird. Ja, ich denke, der eine oder andere kann es vielleicht nachvollziehen, dass mir diese Entscheidung doch ein bisschen schwerfällt. Doch wie gesagt, es ist einfach meine erste Stadt, die ich baue. Und sie soll jetzt nicht ultra professionell werden, aber sie soll schick sein, sie soll auch euch gefallen, ja. Und ich möchte euch ja auch immer daran teilhaben lassen. Deswegen für jede Idee immer her damit, immer her damit. Ja, ich versuche in dem Bereich viele Ideen, die hier mir auch gefallen oder wo ihr euch definitiv auch einig seid, mit umzusetzen und euch daran teilhaben zu lassen, ja, in dem Bereich. Und jetzt gilt es halt einfach nur noch zu entscheiden, gut, welche Gehwegfarbe ich jetzt nehme. Das ist jetzt relativ banal, aber ja, ich denke, hier wird wahrscheinlich auch wieder von eurer Seite aus eine eindeutige Entscheidung fallen. Und da schauen wir jetzt einfach mal, wofür euch entscheidet. Und jetzt gilt es halt einfach nur noch, was mache ich mit dem Bahnhof und vor allen Dingen, was mache ich mit diesem Gebäude. Ja. Umgebaut ist das schnell, das ist gar kein Problem. Doch ich denke einfach nur, die Stadt wird wahrscheinlich wesentlich lebendiger aussehen, wenn es dann einfach mehrere kleine Gebäude sind. Und das Ganze wird dann doch eher schon Lego-like sein, was den Maßstab betrifft. Ja, es gibt natürlich auch solche Gebäude, wie man jetzt hier davor steht, aber das dürfte dann im Regelfall keine Bank sein, sondern es wird wahrscheinlich was völlig anderes sein in dem Bereich. Ja.
Ja, so viel eigentlich zu meinem Update und jetzt bin ich wirklich sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare. Haut sie rein, egal ob positiv oder negativ. Und ich denke, dass wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge hier in dem Bereich schon einiges tun können und ich hier auch entspannter weiterbauen kann. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank mal wieder fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen angenehmen Resttag oder Restabend, je nachdem, wann ihr das Video schaut und freue mich schon auf das nächste Video. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Bricknick.